In Österreich sind bereits mehr als eine halbe Million Menschen von Armut betroffen. Gleichzeitig steigt das Einkommen der Reichen. Auf diese Ungleichheit machte die Volkshilfe Niederösterreich am Aktionstag Stopp Armut aufmerksam. Bitte, ich helfe da beim Einschlupfen. 1,4 Milliarden Menschen sind nach Angaben der UNO von extremer Armut betroffen. In den EU-Ländern leben 81 Millionen unter der Einkommensgrenze, aber auch in Österreich sind es 511.000 Menschen, die unter der Armut leiden. Gleichzeitig mit dem Ansteigen der Armut nimmt auch die Ungleichheit zu. Darauf machte die Volkshilfe Niederösterreich am Aktionstag Stopp Armut in ganz Niederösterreich aufmerksam. Wir waren in Schwechat dabei. Österreich ist eines der reichsten Länder dieser Welt und trotzdem gibt es Menschen, die unter der Armutsgrenze leben müssen, weil sie das Pech haben, pflegebedürftig zu werden. Es gibt viele Kinder in Österreich, die an oder da unter der Armutsgrenze leben müssen und gar nichts dafür können. Und dagegen wehren wir uns. Die Volkshilfe möchte hier ein Zeichen setzen und auf diese Situation aufmerksam machen. Ja, es gibt in Österreich sehr viel Armut und das muss man einfach wirklich verbreiten, weil das nicht in allen Köpfen ist. Man spendet immer in andere Länder, wo es sicher auch wichtig ist. Nur die Armut liegt so nahe, die liegt hier in Österreich. Dankeschön. Hat sich die Situation in den letzten Jahren verschlimmert? Ja. Reiche werden reicher, Arme werden ärmer. Das ist ein Skandal und wir wollen dieser Armut Made in Austria ein Stoppschild setzen. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, aufzuzeigen, dass es auch in Österreich Armut gibt. Vor kurzem wurde der Sozialbericht präsentiert und in diesem Sozialbericht kann man eindeutig ablesen, dass es auch Armut in Österreich gibt. Mehr als 1 Million Menschen in Österreich sind armutgefährdet. Das heißt, es ist schon eine sehr große Anzahl. Und wenn man sich dann auf der anderen Seite anschaut, wie das Vermögen verteilt ist in Österreich, dann weiß man, dass die obersten 5% der Einkommen mehr als 50% bekommen. Das heißt, ich glaube, es ist notwendig, über diese Reichensteuer nachzudenken. Es geht nicht darum, Unterschiede zu machen und Neidgesellschaften zu machen, aber ich glaube, dass es sehr notwendig ist, dass jene, die viel besitzen, ihren solidarischen Beitrag leisten.